Die rasante Fahrt beginnt. Ja, so geht's einmal hoch. Zack. Dürfte die Pippen legen. Die Susanne wird jetzt die Autos geschlossen halten. Ja, das wäre doch schon. Das wäre doch schon. Nimmt das auch Ton auf? Ja. Okay. Mach mal nicht so viel dumm Zeug schwätzen. Oh, guck mal, wie schön. Ah, dass das noch so aufgeklärt ist, ist toll.
Ist sie nicht schon mal eingestürzt? Ja, stürzt ja mal um. Hallo. Hallo. Ja, klar. Sonst wäre ja auch ein langweilig. Ich meine, hier war schon mal ein schwerer Unfall. Geht's gut? Oh, guck mal hier, wenn du hier guck mal, schau, wie schön. Wie weit du da gucken kannst. Wir sind ja hier in der Kernstadt, also in der Altstadt, was ist der Hauptteil von Kuckucken. Das ist ja das Ding. Ich glaube nicht, dass du das gesagt hast. Die hätte Angst, ja, die hätte Angst, die würde gar nicht mitfahren. Deshalb habe ich gesagt, ah ja, wir steigen ein und machst die Augen zu und ich sage, dann muss ich wieder aufmachen. Eine Straße haben wir das gesehen. Und dann bremst du immer ab, wenn die unten abbremsen müssen, weil jemand zu viel Zeit braucht zum Einsteigen. Ich habe ihr versprochen, dass das Ding nicht schaukelt. Tut es in der Regel auch nicht. Und da stand die Bierung. Das merkst du, das wird auch gefedert unten. Die Schaukelbewegung. Natürlich. Aber ganz ehrlich, bei starkem Wind würde ich hier trotzdem nicht mitfahren. Nein, mit der Frau, die haben sie reinturken. Jetzt kommst du direkt nach auf den Campingplatz drauf. Da siehst du, das sind alles nur mobile Fahrzeuge, die dir wieder wegfahren. Ich habe eben überlegt, aber unten hat man hier, dass sie hier rübergefahren ist. Ich glaube, wir waren. Also ich kann man nicht so weit fahren, rein kann man nicht, aber man kann von so einem Punkte dann hier auf diesen Turm gucken, aber da kommt man nicht hin. Du hast doch schon mal einen Turm zum Beispiel. Nee, ja auch. Ja, das hatten wir dann mal erzählt. Ja. Mit dem Enkel. Wir können jetzt mal gucken, wir können dich jetzt mal ein Stück schießen, vielleicht mit deinem Rollator da. Weil das ist jetzt auch nochmal. Ich muss mal über so einen freien Platz laufen von der Bahn, um zu gucken. Da ist die Aussichtsplattform hier oben. Da stehen die Leute alle, da kann man Fotos machen. Rechts ist die Muse. Ja, das ist schön. Lokomotive. Ja, ich will an der Wiese ja nur aufklären. Und dann sind da auch noch. Ich kenne den doch, ich reagiere dann nicht mehr. Und dann hat sich aber nach vorne an, wenn man das glaubt, dann erzählt er falsch. Ich hätte alles. Ich bin klein, ich dachte, wo man halt ist. Das ist das Schweizer Eck, da weiß ich wahrscheinlich, wenn ich mit der Susanne hierher komme, brauche ich mit der Bahn. Das, ist das der Kaiser von Lange? Mit dem Auto da rum. Wisst ihr das? Ja, kannst du ja mit dem Auto. Das alte Ding, ne? Ja, klar. Ja, wir sind ja damals mit dem Omnibus da hinten irgendwo. Ja, ja, das ist ja sehen, wenn man oben ankommt, siehst du, da ist ein großer Parkplatz links. Und dann eine sehr große Freifläche und da geht es dann direkt bis zum Eingang. Oh, der dann sollen wir da wohl nicht runter. Oh, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir keinen auf dem Boden. Das ist wirklich schwierig. Aber jetzt müssen wir mal. Nachher müssen wir mal andersrum fahren, dass man auch mal winkelig hat. Wundvoll. Ja, aber ich habe doch auch mal die Stink hier vor. Mit dem Pizza mit Pizza. Willst du hier hinten bei mir? Nein, nein. Das ist nie der Pizza, das ist ein Fahrrad. Ja. Was habe ich denn alles für Schlüssel? Und was ist das? Da hinten ist der Eingang und da ist der Parkplatz und da ist der Eingang. Ja, aber nicht so viel. Hier auf dem Gelände kann man spazieren. Da gibt es da hinten noch einen Aussichtspunkt, ganz da hinten. Kann man auch noch mal hinlaufen, da war ich aber noch. Das braucht auch nicht sein. So, können Sie auch unten machen? Ja, zack. Das hier, das hier so vorkriegt.
in Augenhöhe, wenn man fertig soll. Jo, ich komme. Auch rechts war nicht, also von auf der anderen Rheinseite, es gehört bestimmt auch noch dazu alles.
Ja, ja, bis da, ich nehme an, auch bis da hinten. Die Altstadt, das ist ja nur hier unten der Teil. Das ist die Altstadt. Das ganze Stück. Ja, ja, hier, so ja, das ist kurz hinter unserem Parkplatz, wo wir stehen. Das Koblenz war, das war für mich. Guck mal, wir parken im Moment zwischen den beiden Brücken hier, zwischen der vorderen und der hinteren. Ja. Und dann inzwischen ist das Parkhaus, wo wir stehen. Ja. Was siehst du, wo die Baggern da vorne? Ist denn die Brücke, die mir so gut gefahren ist? Ach so, das ist die hier vorne. Aber guck mal, ich sehe gerade, die ist nur auf der einen Seite so schön, auf der anderen Seite ist ja, das nur so ein... Ja, da ist sie wahrscheinlich mal kaputt geschmissen worden im Krieg. Ja, wirklich. Da ist sie wieder neu aufgebaut, ein Stück. Und da ist der Turm, der kleine weiße Turm, den man von der Gondel aus sieht. Guckst genau oben drauf. Ach so, ja, den hat man von uns gesehen. Da sind auch noch irgendwelche Gebäude, die werden auch noch zur Festung sind. Ja. Ich vermute, dass die irgendwie von unten zugänglich sind. Das
das wäre was für dich, die Sonne, ja. Für mich auch. Ja? Mhm. Ach, nee, also komisch, das macht mir gar nichts aus. Also, ich habe das, diese Art von weißen Schnitt, habe ich nicht mitgekriegt von irgendjemand. Ich glaube, das hat auch nicht. Ja. Natürlich nicht mit der Zugspitze zu vergleichen. Ja. Wie schön der Rhein jetzt schillert, ne? Ja. Ja, das ist schön. Das Haus mit dem Stein da. Genau, da unten war der Überblick. Ja. Und dann ist ja da unten dieses, keine Ahnung, was ist das? Dieses große Gebäude hier. Ja. Das Haus da, das sieht aus, als wäre das in der Straße grau. Daneben das Haus ist grau. Ja. Ja, da geht es eine Straße hoch. Mhm. Sind hier noch mehr davon, ist auch noch so ein Türmchen. Mhm. Aber vielleicht ist das, weil das hat so ein Türmchen, das sieht aus wie ein Teil von der alten Puppenmauer. Vielleicht ging dahin die Puppenmauer. Ja, das ist möglich. Guck, da weiter vorne ist auch noch so ein Türmchen da. Ja, ja. Diese Buchsende, die da weiter vorne. Da auch unten gelb unten das Türmchen. Ach, ja, genau. Stimmt. Das ist ein Glas, das ist so das andere Gebäude davon. Ja, ja. Das ist ein Glas. Ach, ich weiß nicht. Für was das Häuschen da ist. Ob sich da jemand so ein Haus hin, glaube ich nicht. Es hat auch irgendwas bestimmt mit Atemfluss und. Das könnte man vorstellen, dass ein Kaffee oder sowas war, das hat ein Glasdach oben. Ja, kann man durchgucken.
Ja.